Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Terranigma in Part 27. Jedenfalls, soweit ich mich recht erinnern kann. Ich weiß nicht, was wir hier in Seehain gemacht haben. Wen interessiert's anyway? Ich will jetzt endlich mal mit der Story weitermachen. Nein, Story. Story. Genau. So, hier kann man jetzt nicht irgendwo ablegen, ohne den Hafen betreten zu müssen. Scheinbar nicht. Dann betreten wir halt den Hafen von Liberita. Ist mir völlig egal. Ich glaube, wir haben noch einige Items im Inventar, die wir noch benutzen könnten. Und ja, wir könnten halt den Fortschritt der Städte noch weiter vorantreiben, aber das möchte ich jetzt irgendwie noch gar nicht, weil ich glaube, wir haben die letzten vier Parts nichts gemacht, außer die ganzen Städte bereist und die ganze Zeit Fotos gemacht, irgendwen angelabert und alle neuen Städte erstmal kennengelernt und bla bla. Ist zwar viel Info auf einmal und deswegen möchte ich einfach mal wieder ein bisschen rumschnetzeln. Weil das ist für mich besser, für euch auch und in erster Linie für mich. Von daher, lass uns ein bisschen rumschnetzeln. Außerdem habe ich Mu immer noch nicht gefunden. Ich sollte mir nachher mal irgendwie eine Map anzeigen lassen, wo ich Mu sehen kann. Das wäre vielleicht wirklich praktisch. Jetzt weiß ich aber nicht mehr genau, wo das war. War das hier? Aber wahrscheinlich war es wieder nicht hier. Ne, ich glaube, das war hier auch nicht. Ich glaube, wir mussten hier rüber. Zur anderen Seite. Ah, können hier lang. So, und hier oben muss das jetzt sein. Genau das suche ich. Alles klar, hier wollen wir rein. Die Stadt Yamei. Oder Yamei. Yamei, oh boah, meine Zwerge. So. Hier haben wir ziemlich viel. Das sieht aus wie ein Magier. Und das sieht aus wie ein Shop daneben. Ich gehe da einfach mal rein. Nein, ich wusste, es ist nicht der Shop. Dreck, dann ist das hier doch der Shop. Hab mich geirrt. Hab mich doch nicht geirrt. Da hinten war noch eine Tür. Ich wette, wenn wir hier hochgehen, ist da der Händler. War klar. Hi, schau dich in Ruhe um. Mach ich. Götterknollen haben wir noch. Ja, reicht. Das haben wir noch, das haben wir auch noch. Was bist du hier? Fliegende Drachen ziehen die Waffe. Aha. Damit muss man sich einfach ausrüsten, weil es cool ist. Egal. Ist mir egal. Alles viel zu schwach. Wir sind doch schon voll high-skilled und high-leveled. Okay, high-leveled vielleicht nicht, aber auf jeden Fall high-skilled. Deswegen werden wir erstmal ins Hotel gehen. Ja, werden wir machen. Ich muss mal schauen, was es hier so Schönes gibt. Da ist eine Fliege, die mich umgibt. Seht ihr sie? Warum auch immer die um mich rumfliegt. Naja, vielleicht will ich das gar nicht wissen. Mal schauen, was geht denn hier oben ab? Ha! Was ist denn hier los? Hey, hier haben Männer keinen Zutritt, nur für Frauen. Diese Reisende ist plötzlich krank geworden. Jetzt ruht sie sich aus. Selbst der beste Arzt in der Stadt kann ihr nicht helfen, leider. Es könnte tatsächlich sein, dass unser Fiebermittel da hilft. Hier. Der Arzt wohnt nördlich von hier. Er sucht nach besserer Medizin. Das scheint keine gewöhnliche Krankheit zu sein. Du musst zum Arzt. Muss sie schützen. Melina. Selbst wenn ich sterben sollte. Hier, nimm das. Das ist Fiebermittel. Ach Mann. Na gut, Melina muss beschützt werden, finde ich auch. Wer es noch nicht erkannt hat, das ist Lady Fider, die da im Bett liegt und sich ausruht. Und ich möchte zum Tourismuscenter gehen. Ach was, die haben ein Tourismuscenter hier? Interessant, da möchte ich doch von dieser Stadt bestimmt mal ein Foto schießen, oder? In Yamei hat Pat ein Foto gemacht, alles klar. Du willst Burg Drachenfeld sehen? Was? Nein. Ja, aber nicht jetzt. Gerne, ich liebe Burgen. Kann ich Drachenfels besichtigen? Sorry, aber die Burg kann nicht mehr besichtigt werden. Die Burg wurde verkauft. Der neue Besitzer duldet keine Besucher. Oh, das ist schade. In dieser Gegend gibt es nicht nur Burg Drachenfels zu sehen, sondern auch... Naja, werden wir wohl noch rausfinden, was sie damit meint. So, hier nördlich soll ein Arzt sein. Hier vielleicht? Sieht aus wie so eine Wohnung. Aha. Es war grausam, sie einfach so in der Kälte auszusetzen. Wenn ich nur wüsste, ob meine Tochter noch am Leben ist. Oh, Lizzie. Was? Wie kann man seine eigene Tochter in der Kälte aussetzen? Jetzt geht es uns gut, doch früher war es manchmal hart. Wir mussten sogar unser Baby aussetzen, um selbst zu überleben.
Heute bereue ich es. Ich bete, dass Lisi noch am Leben ist. Ich würde viel dafür geben, sie wenigstens einmal zu sehen. Wir haben nur an uns gedacht. Das ist tatsächlich hart. Ich glaube, egal wie hart es wäre, ich würde niemals mein Kind aussetzen. Boah, niemals würde ich das tun. Eher würde ich selber sterben. Ich kenne die Stadt sehr gut. Es gibt hier etwas Besonderes. Neugierig? Klar. Hör genau zu, die Leute haben viel zu erzählen. Man sagt, dass der Schatz der Burg gestohlen wurde. Mit den Turboschuhen kannst du spurten und Gegner rammen. Der Dieb soll sich auf einer Insel versteckt halten. Hehehehe. Die habe ich doch schon längst. Ja, da sind wir ein bisschen der Geschichte zuvor gekommen, würde ich mal fast sagen. Weil wir haben uns die Schuhe ja schon vorher gesnackt. Eigentlich war es auch meine Schuld, weil ich die falsche Insel gefunden habe. Eigentlich wollte ich ja nur Mu und die andere Insel finden. Polynesien war das da. So, was haben wir hier für einen Laden? Medizin. Ha, ist doch schon mal gut, hier sind wir richtig. Hallo. Er ist ein großartiger Arzt. Es gibt nichts, was er nicht heilt. Naja, Feiders Krankheit wahrscheinlich schon. Hallo, bist du ein Freund des kranken Mädchens? Sie leidet sehr. Ein Fieber böser Träume plagt sie. Sie kann ihnen nicht entkommen. Nur eine Wurzel namens Ginseng kann sie von ihrer Qual erlösen. Otakus Laden hat früher Ginseng verkauft. Doch den gibt's nicht mehr. Leider. Leider. Auch ich bräuchte Ginseng. Ja, da ist es wahrscheinlich jetzt echt doof. So, mal gucken, wer ist denn Otakus Laden? Ist das hier Otakus Laden? Ach, man geht da so rein, alles klar. Ja. Otaku ist oben, doch er verhält sich merkwürdig. Er redet nicht mit jedem. Ja, ist mir doch egal. Ich werde ihn zum Reden bringen. Ich brauche seine Hilfe. Hey, Otaku, hi. Was möchtest du? Ginseng. Man sagte mir, dass du ein Kraut hast, das Ginseng heißt. Jemand ist erkrankt. Hast du noch etwas davon übrig? Ich verkaufe nichts mehr. Verschwinde jetzt. Warte. Vielleicht habe ich tatsächlich dieses Ginseng. Kommen wir ins Geschäft? Ja, denke schon. Geschäft, was meinst du damit? Ich habe einen Bruder, Wong. Einst waren wir Partner. Ah, unten ist Wong. Wong brach eines Tages auf. Keiner weiß, wohin er ging. Vielleicht ist er ja der neue Besitzer der Burg. Doch ich hörte auch Schlechtes. Man sagt, Wong habe Dinge gesammelt und sie zur Burg gebracht. Ich mache mir große Sorgen um Wong. Hm. Klingt ja nicht so cool. Ich gebe dir Ginseng. Kümmere dich um Wong. Wenn Wong Böses tut, muss man ihn aufhalten. Tust du das für mich? Klar. Du scheinst sehr besorgt um deinen Bruder. Ich werde nach ihm sehen. Das tust du? Welch nobler Zug. Das ist Ginseng. Es hilft gegen jede Krankheit. Gib sie weiter. Na gut, dann haben wir schon mal unsere Ginseng-Pflanze, die wir brauchen. Die können wir dann zum Arzt bringen. Und der kann das dann wahrscheinlich irgendwie umwandeln in ein Fiebermittel, was wir eh schon haben. Irgendwie. Alles klar. Hi. Zurück zum Ursprung. So, hoffentlich brauche ich das jetzt nicht anlegen, sondern du siehst das direkt, dass ich es dabei habe. Hole Rö, hier hast du Ginseng. Gib dies deiner kranken Freundin, sie soll es trinken. Das wird sie von ihren Albträumen befreien, für alle Zeit. Versuch es. Willst du mich verarschen? Muss ich der das so in den Hals stopfen oder was? Gib dies deiner kranken Freundin, sie soll es trinken. Aha. Ja gut, dann gebe ich das von meiner kranken Freundin. Einen Moment. So, wo war das jetzt? Hier, ne? Ja, ich glaube hier. Hier mussten wir hoch und dann war hier ja nur Zutritt für Frauen, aber das ist uns ja egal. Hier, ich bin beim Arzt gewesen. Er sagt, dass die Kraft des Ginseng den Albtraum von ihr nehmen wird. Den Albtraum? Aber wie kann man ihn besiegen? Was willst du tun? Ginseng geben? Abwarten. Nicht abwarten. Ich muss etwas tun, sie leidet fürchterlich. Pet gibt Feider das Ginseng. Wow. Special Animation. Hoheit, wir fanden keine Spur des Schatzes. Schweig! Der Schatz muss sich in dieser Stadt befinden. Der Bürgermeister hat eine Tochter. Finde sie und sperr sie ein. Ich werde gnädig sein, Feider. Wenn der Bürgermeister uns weiterhilft, frage ihn nach dem Schatz. Wenn er sich weigert zu reden,
Dann töte ihn. Alle anderen sollen auch hingerichtet werden. Hoheit, es ist niemand außer den Dorfbewohnern hier. Sowas. Feider, du weißt, was nun geschieht. Du kannst mich nicht ablehnen. Ich habe dich großgezogen. Greift an, Unterwerfung oder Tod. Boah, ich hätte den König schon da gekillt an Feiders Stelle. Du kannst mich nicht ablehnen. Was für ein absurder Gedanke. Ich verstehe. Schau nicht so leidend. Das Schicksal hat uns zu den Hütern des Schatzes gemacht. Wir würden eher sterben, als das Versteck zu offenbaren. Vernichte uns, oder sie werden dich vernichten. Aber wir haben nur ein Anliegen, Medina. Beschütze unsere Tochter. Verzeiht. Ich kann euch nicht retten. Es tut mir leid. Doch ich gelobe, dass ich Medina mit meinem Leben schützen werde. Was weißt du schon, Pat? Ich habe Melinas Eltern umgebracht. Ich bin der Ursprung der Misere. Niemals werde ich wieder ein reines Gewissen haben. Du denkst sicher, dass ich böse bin. Ja, das denke ich. Schweigen ist auch eine Antwort. Du bist tatsächlich böse. Selbst wenn der König dir befiehlt, andere zu töten, hast du es nicht noch lange nicht zu tun. Ich würde entweder gar nichts tun oder eher den König umbringen. Das war's. Ich frage mich, ob Feider noch immer diese furchtbaren Albträume hat. Weiß ich doch nicht. Muss ich ihr im Ernst jetzt sagen, dass ich es gut fand, oder was? Boah, fick dich mal. Ach nein, das ist die falsche Taste. Warte, ich muss das mal eben vorspulen. Wenn ich tatsächlich ihr sagen muss, dass ich es nicht schlimm finde. So, niemals werde ich ein reines Gewissen haben. Du denkst sicher, dass ich böse bin. Das stimmt nicht. Du hast Melina mit bestem Gewissen beschützt. Das macht meine Taten nicht vergessen. Und nun? Willst du Melinas Bewachung einstellen? Reiß dich zusammen. Wenn du sie nicht beschützt, wer dann? Pet. Prinzessin. Burg Drachenfels. Muss mich beeilen. Wow. Serious? Wir müssen ihr sagen, dass es in Ordnung ist? Wo ist denn das in Ordnung? Oh, wie mich dieses Spiel ganz grau aufregt, ey. Oh, absoluter Bullshit. Egal, werd du mal wieder gesund, ich mach das schon. So völliger Bullshit. Hey, Perry, alles fit? Was verschlägt ein Skateboarder wie dich denn in diese Stadt? Hey, da bist du ja. Ich hab dich schon gesucht. Ich hörte, du hast Will geholfen. Du bist sogar bis Yamei gereist, um dort Flugzeugteile zu besorgen. Das war sehr nett von dir, deshalb werde ich mich dir anschließen. Nun hast du etwas entdeckt? Ja. Mir ist aufgefallen, dass Otakus Bruder Wong seltsame Dinge hortet. Er scheint in die mysteriösen Vorgänge auf Drachenfels verwickelt zu sein. Auch ich hörte es. Das hat mit dem Besitzer zu tun. Ich hatte es im Gefühl, hier stimmt etwas nicht. Ganz recht, lass uns die Burg stürmen, keine Gnade. Yeah, das war glorreicher Abgang. Aber er sagte gerade, du bist sogar nach Yamei gereist, um Flugzeugteile zu finden. Flugzeugteile hatte ich überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm. Kann man die irgendwo bekommen? Eigentlich nicht, ne? Soweit ich weiß, könnte es tatsächlich sogar sein, dass in Burg Drachenfels welche sind. Da müssten wir uns gleich mal auf den Weg machen. Aber da wir hier noch nie waren, müssen wir uns erstmal hier die Umgebung angucken. Hier gibt es bestimmt irgendwas, was man sehen oder finden kann. Naja, also diese Stelle mit Feider eben, die macht mich immer noch sauer. Muss ich ehrlich sagen, weil das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich meine, es ist ja gut und schön, aber man muss doch nicht im Namen anderer Leute irgendwen töten. Nur um dann von mir gesagt zu bekommen, dass das gar nicht so schlimm ist. Toll, Melina muss beschützt werden, who cares anyway? Sie müsste nicht mal beschützt werden, wenn ihre Eltern noch leben würde. Und immerhin hat sie sie umgebracht, also ist sie ja sehr wohl schuld. Ah, sowas regt mich auf.
Egal, wir gehen jetzt mal hier nach Burg Drachenfels. Das ist das Drachenschloss. Wirf ruhig mal einen Blick hin. Ha. Zum Starren ist keine Zeit. Weiter geht's. Alles klar, Bruder. Ich lenk sie ab und du schleichst dich ins Schloss. Fertig und los. Und wir brauchen Perry tatsächlich, weil der hier nämlich jetzt diesen Wachposten da oben, den da, der lenkt den nämlich jetzt ab. Ja, er kommt irgendwie gar nicht auf sein Leben klar. Perry verwirrt den voll mit seinen coolen Skateboard-Tricks. Jetzt fährt er ins Schloss rein. Und er rennt hinterher. So, wenn wir Perry nicht hätten, dann würde dieser komische Burgwächter einfach nur sagen, ja, er ist aber scheiße, der neue Besitzer duldet keine Besucher, verpiss dich hier. So, und dann müssten wir wieder gehen. Ja, und das ist natürlich alles doof und deswegen mussten wir Perry zuerst finden. So, hier gibt es natürlich jetzt eine kleine Sache. Die ganzen Wächter haben diese Lichtkegel und wenn wir uns in diesem Kegel befinden, dann sehen die uns. Wie jetzt gerade zum Beispiel. Dreck. Das ist die allerschlimmste Burg überhaupt. Das kann sich so lange ziehen, bis ich das mal schaffe. Das ist einfach abnormal. Hinterher ändert sich das. Also da wird das ein bisschen einfacher, sagen wir es mal so. Aber vorerst ist das richtig blöd. So, ich weiß, dass man hier diese Kerzen ausmachen muss mit den Krügen. Ah, da habe ich sogar zwei auf einmal geschafft. Jetzt weiß ich nur nicht, was dann passiert. Oder ich weiß halt nicht, wo wir landen. Ich rüste mal vorsichtshalber diese Laufschuhe aus, weil die brauchen wir hier später mal. Nein, ich möchte sie nicht ablegen. Nein, hier möchte ich auch nicht lang. Entweder war das hier. Nein, hier war es nicht. Wir müssen auf jeden Fall irgendwo eine Tür einrennen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß nur nicht mehr genau wo. Also werden wir hier erstmal lang wüten. Oh, halt mal kurz, hier möchte ich zuerst lang. Wir können hier auch nicht mit unserer Waffe schlagen oder sowas. Es ist in dem Fall kein Kampf-Dungeon. Sondern einfach nur ein Missions-Dungeon, so ein Stealth-Mode mäßig. Ach komm schon. Du bist nicht die Tür, die ich einrennen muss. Das ist aber schade. Ja, muss ich ja erstmal schauen. Hier kann man hier unten was machen. Nein. Ha, da müssen wir hier ja ganz zum Schluss hin. Cool, dass ich den Weg zuerst gefunden habe. Mal wieder. So, was haben wir hier? Nichts. Irgendein Podest. Thron ähnlich. Da können wir rein. Gibt es hier noch einen Weg? Verdammte Axt. Yes. Und tschüss. Ich glaube, dieser Weg ist tatsächlich wichtig. Oh nein. Nein. Dreck. Jetzt müssen wir den irgendwie verfolgen. Und ich glaube, der guckt jetzt. Ha. Sweet. Ich bin an ihm vorbeigekommen. Ich sollte vielleicht nicht so schnell laufen. Ich weiß nicht, ob hier noch welche kommen. Ach du Heilige. Alles klar. Jetzt können wir hier am Rand langlaufen. Das ist eindeutig sicherer. Was geschieht hier gerade? Alter, mein Computer tickt völlig ab. Was hattest du denn jetzt gerade für ein Problem, Schätzekin? Meine Herren. Guck, ob ich das mit der Rauschentfernung rauskriege, dann denkt ihr nur, ich bin behindert. Was auch immer das war. Irgendwie macht mir das gerade Sorgen, ich check das nachher. So, ein bisschen Jump'n'Run-mäßig hier jetzt. Kristall gefunden. Und ich weiß echt nicht, ob hier jetzt gleich noch irgendwo Wachen sind. Ey, weil wenn hier nämlich gleich eine kommt, die mich einfach so mal instant überrascht, dann kriege ich ein kleines Problem. Da haben wir schon Kisten gesehen. Und wenn wir Glück haben, können wir die sogar so einfach snacken. Das finde ich cool. Was haben wir denn hier so Schönes? Eine Götterknolle und Geld. Ja, ist doch mal was richtig Feines. So, wenn wir hier hochlaufen, haben wir hier noch einen Weg. Alles klar. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind. Ich habe es mit dieser Burg auch nicht mehr so im Hinterkopf, keine Ahnung. Keine Ahnung, was hier passiert. Ich laufe einfach mal. Irgendwas werden wir schon finden. Ach, halt mal, hier kriegen wir gleich eine neue Waffe. Ich glaube hier sogar.
Oder wo kommt die? Ja, tatsächlich. Der Narrenstab. Cool. Ich wusste doch, da gab's noch was. Schön, dass wir die wenigstens gefunden haben, weil die ist nämlich nochmal ein Stück stärker als der Planetenbrecher. Oder wie auch immer die hieß. Ja. Um 5 tatsächlich. Und jetzt können wir uns nicht angucken, wie sie aussieht, aber die müsste so einen dunkel-orange-Ton haben. Das ist eigentlich auch ganz hübsch anzusehen. Während man vernichtet wird. Hust. So, jetzt meine Frage, kann man hier noch mehr tun? Wir können hier lang gehen und uns den Kristall holen. Und dann sind wir hier auch schon fertig, glaube ich. Mehr gab's hier nicht. Nö. Sieht fertig aus. Ja, dann hauen wir doch am besten mal wieder ab. Ach was, der Part ist schon zu Ende. Haha, lol. Ich verabschiede mich erstmal von euch hier an der Stelle und würde sagen, man sieht sich morgen wieder in Burg Drachenfels. Macht's gut bis dahin. Ciao.